Aber ist egal. Bei mir ist es immer so ein Auf und Ab. Bei mir ist es auch sehr launabhängig, ob ich wieder Bock auf irgendwas habe oder ähnlich. Aber warum nicht? Dann sieht man so die Leute, die man kennt. Dann ist man halt für eine Nacht da und dann passt das. Ich glaube, das wird bei Reefed übertragen, ja. Oder ist das live? Das wird live, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist so. Das wird bei Reefed übertragen. Ja. Also zum Beispiel Jen und ich sind ja nominiert als dieses Streamer-Duo. Aber also wir werden eh nicht gewinnen. Das ist komplett ausgeschlossen. Wir haben im Vergleich zu den Leuten, die dann noch nominiert sind, sind das viel größere Communities. Also das kann man halt nicht messen. Und das ist einem von vornherein natürlich klar. Darum ging es ja auch nicht. Ich hoffe, soll ich euch ehrlich sagen, ich hoffe, dass die keine Clips haben oder so. Ich habe keinen Bock, die nehmen bestimmt voll den, also ich weiß nicht, ob da was gezeigt wird, aber ich will auch nicht, dass die irgendwelche komischen Cook-and-Wine-Clips nehmen und dann denken die, ich bin so ein Dummer. Dann denken die, Alter, so, ihr wisst ja, wie es ist. Und dann ist das noch für einige auch zu hoch, ne, weil, ich entertaine ja natürlich nur die kommende Elite unserer Gesellschaft und die zukünftigen Nobelpreisträger. So, und einige Leute werden dann halt natürlich nicht mit dem Content etwas anzufangen wissen. Und die nehmen Clips. Die nehmen solche Clips, ja. Die nehmen bestimmt, weißt du, was die gemacht haben? Die haben hier Twitch Clips Germany, haben die gefragt, ey, hast du richtig guten Content? So eine Clips nehmen die. Die nehmen Twitch Clips Germany Clips, nehmen die. Sowas, wo ich sage, ficken. Und, ja, und dann, oder wo ich, keine Ahnung, wo ich irgendwas, und dann war's das, so. Und dann, oh Mann, ah. Ja, ist ja egal. Nee, es wird schon. Aber wisst ihr was, Leute? Ich bin mittlerweile eher an einem Punkt angelangt, wo ich keine Scham besitzen kann. Das ist über mir auch schon drüber hinaus. Ganz ehrlich. Wo ist mein Auto? Ah, mein Auto wurde abgeschleppt. Alles gut. Okay, gut. Ja, das wird so ein Fünf-Sprache der Liebe-Clip. Das wird so, wo ich sage, wo Jen fragt, was sind die fünf Sprachen der Liebe? Und dann sage ich sowas wie Blasen, Arsch geben uns. Das ist so richtig dumm eigentlich so. Ah, aber ich hoffe, dass es wenigstens meine Schokoladenseite trifft. Ich hoffe, dass wenigstens meine Schokoladenseite zur Geltung kommt. Das heißt, wenn die Kamera dann bei 43 Grad, wenn ich halt mit meiner rechten Seite und dem Licht halt über mir perfekt in die Linse schaue, so mit einem seitlichen Blick aber, weil es ja die 43 Grad sind, ich hoffe, dass wenigstens das dann... Und dass ich gerade ein Glas öffne. Ich hoffe auch, dass ich gerade währenddessen ein Glas öffne. Weil vielleicht lenkt das ja den Fokus dann doch eher auf die Arme als auf mein Gesicht. Oder auf dem, was wir sagen. Wisst ihr? So ein bisschen Hoffnung habe ich. Hoffentlich öffne ich da gerade ein Glas. Ja. Aber auch nicht so eine Situation, wo ich das Glas nicht aufkriege. Es muss eine Situation sein, wo ich das Glas wirklich öffne. Und nicht, wo ich es nicht öffnen kann. Das wäre natürlich wieder komplett scheiße, wäre das. Nee, aber alles gut, wie gesagt. Das wird bestimmt trotzdem witzig und so. Ich mach einfach und fertig. Ich heule mir immer zu viel rum und sage halt immer, ah nee, doch nicht und dann will ich, und dann sage ich doch und dann sage ich doch wieder nicht und so. Scheiß drauf. Ich meine, im Endeffekt habe ich auch schon letztes Mal gesagt, bereue ich es halt oft nicht, irgendwo hinzugehen. So, letzte Gamescom war ja auch cool und sowas, deswegen, auch wenn ich lieber natürlich gerne für mich bin, scheiß drauf. Ist egal. Außerdem, ach, muss man sich auch niemals so viel Gedanken machen über sowas. Easy. Hoffentlich kommt man nur rechtzeitig wieder, wenn Rustalot beginnt. Das ist der einzige Punkt. Warum ist mein Handy gerade aus gewesen? Ist das neu? Nee, wir werden niemals gewinnen, Leute. Das sind, glaube ich, Leute nominiert wie... Also die größten Streamer. So. Allein die Community, die frisst ein. So, also das kannst du ja nicht vergleichen. So, Ich glaube, auf keinen Fall. So, deswegen. Aber um ehrlich zu sein, ist es auch ganz cool so. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das überhaupt wieder irgendwie von Leuten so eng in die Runde gevotet werden, dass wir da irgendwie gegen sechs andere oder sowas tatsächlich zur Auswahl stehen. Das ist ja auch schon crazy. War ich selbst überrascht, tatsächlich. Hätte ich nicht damit gerechnet. Auf jeden Fall cool. Also an sich ist das ja auch schon irgendwie schon echt nett und nice. Ne? Okay, jetzt kümmern wir uns um den unangenehmen Teil der ganzen Partie hier. Wir werden uns mit
Wir werden uns mit, wir werden ein Taxi rufen und dann werden wir uns zu Dingens fahren lassen. Wie war nochmal die Nummer? Downtown. Bin ich dumm? 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Downtown Cab, hallo. Hallo, mein Name ist der Jonathan und ich bräuchte gerne eine Abholung von Dynasty 8 Richtung, oh nein. Wo ist mein Auto? Los Santos Customs, glaube ich. Gibt's die? Ja, LSC, ja. Ah, okay, dann könnten Sie mich von dort zu LSC fahren? Na klar, machen Sie mir noch ein Dispatch? Nein. Na dann nicht. Okay, dann mache ich ihn ein. Bis gleich. Ja, bis gleich. Okay. Thomas, vielen Dank für die 6 Monate. Dankeschön. Danke, danke, danke. Husky, mach's gut. Piccolo, dankeschön für die 7 Monate. Vielen Dank. Masopilami, dankeschön auch für die 2. Danke für 2 Monate. Mondai, dankeschön. 2 sind wichtig. Mondai, vielen Dank für die 5 Monate. Pantycrack, auch danke für die 3 Monate. Sind in der JVA grüne Bonks erlaubt? Hatten wir schon lange nicht mehr. Kein Kommentar. Kinimod Meyer, danke für die 16 Monate. Scorbin, dankeschön für einen gegifteten Sub an Kerioron. Den Namen kenne ich nicht. Kerenullon. Vielen Dank. Und Harry Stone, danke für die 13. Vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön. Ja. Ihr seid süß. Oh, Taxi ist da. Oh Gott, warten Sie auf mich schon lange? Eine halbe Stunde bestimmt schon. Oh nein, ich wollte ja eigentlich meine Bildschirmzeit reduzieren, aber bin trotzdem wieder gefangen gewesen, wie ich mir irgendwelche sinnlosen Clips angeschaut habe. Es tut mir wahnsinnig leid. Man kennt's. Nun, einmal bitte zum LSC, dort wartet nämlich mein Auto auf mich. Was für ein schönes Auto? Eine Kokette, eine rote. Aha. Ein Herr mit Geld? Ja, eher gesagt ein Herr mit gewissen Standards. Ah, okay. Und diese Standards werden dann damit erfüllt? Ja. So mit Biegen und Brechen kann man schon sagen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Sagen wir mal so, je höher die Standards, desto größer auch die Motivation, von Tag zu überleben. Also, man, du hörst dich an, als könntest du deine Karre gerade so bezahlen oder gar nicht bezahlen. Ah, ja, also nee, so knapp ist ehrlich? Das jetzt unter uns? Auch nicht. Ganz ehrlich? 8.000 die Woche, ich habe 15.000 Dollar. Ja. Oh, Scheiße. Ja, was soll ich dazu sagen? RIP? Alter, das kannst du mir so in die Fresse prügeln. Wie wär's noch ein bisschen Empathie? Nee, wie RIP? Halt's Maul! Nee, Mann! Warum Empathie, Mann? Willst du lieber, dass man dir mit methodisch ums Maul schmiert, dass es sich schön anhört? Oder willst du die wahre Realität haben? Du kannst haben? Ja sowas sagen wie, wird schon. Das kriegst du dir fällenden Geldkoffer von oben lügen? Runter. Da weißt du doch nicht, die Chancen stehen jetzt nicht schlecht, dass ich das irgendwie doch noch hinbekomme. Also so wie es sich anhört, bist du schon so ziemlich am Arsch. Alter, boah, dafür gibt's kein Geld. Weil ich ehrlich bin? Warte mal ehrlich, bin ich vielleicht seit 2-3 Wochen vielleicht der ehrlichste Mensch zu dir? So? Weil alle anderen immer sagen, hey, wird schon, alles wird gut, Mann. Ey, warte, also weißt du, manchmal ist es auch einfach besser zu lügen, ne? Jetzt mal, das ist ja, klar, natürlich. Ja, aber... Ah. Es ist natürlich auch schon wirklich besser, hast du schon recht, aber... Ja. Okay, weißt du, versuch's beim nächsten Mal, wenn ich wieder eine Taxifahrt holen sollte oder sowas, ein bisschen anders und dann... Oh, weißt du was, ich beweise dir sogar am besten selbst, dass ich nicht mehr auf eure Fahrten angewiesen bin, weil ich das Geld für mein Auto irgendwie doch noch in meine Taschen bekomme. Easy. Okay. Ja, wenn dann mal dein Auto am Arsch ist, dann bist du doch auf uns angewiesen. So oder weit, ist es so ein Lee-Auto am Arsch? So. Nein, es wird soweit gar nicht kommen. Entschuldigung, stimmt, es wird schon, das wird schon. Natürlich geht das Auto niemals kaputt und so, ne? Wenn ich nicht deine... Das ist ja von mir gerade gefordert. Das ist ja auch jetzt was ohne Substanz. So, und außerdem kann ich die Ironie rauslesen. Du bist einfach...
Nein, nein, wie kommst du darauf? Das ist eine bodenlose Unterstellung. Beim nächsten Mal düse ich, in 3 Wochen düse ich mit meinem Auto bei euch in der Taxizentrale vorbei. Und dann wirst du wissen, der Typ hat es doch noch geschafft. Einverstanden? Wenn ich dann 3 Blocks weiter ein Dispatch bekomme, weil du irgendwo in die Hauswand gefahren bist. Bla, 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 nein, komm, lass gut sein. Bla, 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 bla. 3 Blocks weiter. Also wirklich, Pessimismus kann ich heute gar nicht vertragen. Da gibt es definitiv, andere Umgangsweisen mit mir. Aber jetzt muss ich noch Geld sogar für die Reparatur lassen. Ich weiß gar nicht, bei wem ich mich melden soll. Ja, reparieren sogar Sam. Polizei. Boah, das sieht aber richtig krass aus, Leute. Das sieht so aus, als wären das wirklich gerade Leute, die arbeiten. Moin. Guten Tag, ich würde gerne mein Auto abholen. Das ist eine rote Corvette. Sekunde, ich komme ganz kurz nach vorne. Ja, aber ich muss noch bezahlen auf jeden Fall. Wir wussten noch nicht, was ich alles für Schäden am Auto habe. Ich schau kurz noch, ich komme gleich wieder. Vielen Dank. Boah. Sie reparieren auch Polizeiautos? Ja. Ja, reparieren alles. Da ist eigentlich Entschuldigung. Die Versuchung ziemlich groß, auch mal so eine Haftbombe, ne? Und das Fahrzeug zu platzieren, nicht wahr? Nee. Hallo, warte, was? Nein, nein. Kannst du da hinten machen? Bitte was? Entschuldigung. Ich stempel mich mal kurz aus und fahre mal kurz zum PD. Ich trage mich kurz, lass mich kurz für einen. Steht die vorne schon auf dem Hof? Ja. Ja, dann hast du Glück gehabt. Wie viel Geld macht das? Hast du Glück gehabt, kannst du mitnehmen. Oh. Dann umso wenn, besser. Die da steht, wenn die da steht, ist sie fertig. Kannst du dann einfach mitnehmen. Oh, danke. Dann vielen Dank und schönen Abend noch. Wir sind auch jo, ebenso. Tschüss. Bitte. Alter. Ich hätte theoretisch auch klauen können. Aber gut, wenn ich eh nichts bezahlen muss, hätte ich auch keine Straftat begangen. Und wenn ich sie bezahlen müsste, würde sie ja nicht da draußen stehen. Alter, wer hat mir das Auto bezahlt? Oh, da ist mein Baby. Oh, das Auto sieht so gut aus. Besser als sonst. Oh, das sieht so gut aus. Also jetzt mal rein objektiv gesehen, ohne dass ich auch jemals... Also ich bin jetzt zwar der Befangste überhaupt in diesem Falle, aber ich muss schon sagen, dass das Auto von allen schon echt schnieke aussieht. Für eigentlich jemanden, der kein Supersportwagen-Fan ist und das halt auch nur macht, um irgendwie ein bisschen... Muss ich schon sagen, ja. Aber... Nee. Oh, ganz, ganz schlimm. Oh, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So ein VW-Autotuner. Ding. Ja, ich sehe es schon. Oh, nee. Oh Gott. Da hat die Lackierung auch nur bis, also nicht ganz komplett gereicht. Das finde ich auch nicht schön. Das einzige Auto, was konkurrieren könnte, ist tatsächlich das hier. Also, da muss ich sagen, mein wirkliches Ich würde natürlich so ein Auto bevorzugen als dieses hier. Aber auf sportlicher Basis, das kann man ja auch nicht vergleichen, finde ich trotzdem das hier richtig wunderschön. Das ist ein sehr schönes Auto. Ähnlichkeit zu richtigen Real-Life-Fahrzeugen hat das hier? Zu einem, wie nennt man die? Maybach? Könnte man das so sagen? Oder Mercedes vielleicht? Bentley. Ach, Bentley. Ja gut, da bin ich ja komplett falsch abgebogen. Ja gut, da habe ich auch keine Ahnung von dem Scheiß. Sind wir mal ehrlich. Bentley. Okay. Ja, schönes Auto. So, genug. Autos, wir wollen hier keine... Wir wollen jetzt... Seit wann irgendwie Wert auf Material ist? Oh. Ganz kurz. Oh, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir haben Matchup gar nicht abgecheckt. Oh. Matchup. Elena? Manol? Nice, nehme ich. Ich wollte schon immer was mit jemandem aus den, aus Vespucci Beach an... Also sieht zumindest aus so ein bisschen wie... Gwen. Boah, was habe ich denn an Frau gehört? Darf ich denn eine Nummer haben? Meinst du nicht, das wäre zu einfach? Wir suchen doch das Abend. Oh mein Gott.
Okay, wir suchen das Abenteuer. Was willst du machen? Mich auf eine Schnitzeljagd schicken? Okay. Da hast du recht. Wir sollten es doch etwas spannender machen. Spannender machen. Eine Idee? Okay. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum heutigen... zu gestern oder zu den letzten Tagen? Gestern waren wir nicht da, nee. Okay, da kann ich, muss ich gar nicht reingucken. Vielleicht hat heute das Unicorn geöffnet. Heute ist Donnerstag. Dienstags haben die geöffnet, nicht wahr? Wahrscheinlich wird Donnerstag da nicht auf sein. Na gut, gucken wir mal. Was kostet denn ein Bentley? 220.000. Das geht ja noch. Also, das ist bei mir ein Monat Subs. Tatsächlich. Würde ich mir holen. Ja, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ist hier. Aber ich glaube, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, oder? Also ich mag es halt sehr einfach und ich mag es halt nicht so sportlich und ich mag es auch nicht so knallig. Gut, wobei Farbe natürlich niemals irgendwie jetzt vom Modell abhängig ist. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eine Mercedes S-Klasse nehmen. Ich glaube, sowas finde ich schön. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Traumauto ist, weil Autos sind für mich... Ich hab da nicht so den Turn so drauf, so wie andere. So, es gibt Leute, die definieren sich über Autos. Es gibt Leute, denen ist es wichtig. Es gibt Leute, die haben Ansprüche. Keine Ahnung. Ich habe einen Führerschein. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwie den Drang verspürt, großartig ein Auto zu besitzen. Aber wenn ich es mir frei aussuchen dürfte und könnte, Auto, dann würde ich wahrscheinlich eine Mercedes S-Klasse nehmen. Mercedes finde ich schon schön. Oh, shit. Wisst ihr? Ja. Audis finde ich auch schön. Aber ich glaube, wenn es drauf ankäme und wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich dann die anderen nehmen. Ich dachte, du bist eher so der Tesla-Typ. Weil ich aussehe wie ein, Warum? Bitte? Wobei ich sagen muss, ich finde E-Autos, glaube ich, gibt es S-Klassen in E? Gibt es Mercedes S-Klassen E-Varianten? Dann würde ich wahrscheinlich auch E nehmen. Weil die sind so schön leise und die hören sich immer an wie Raumschiffe. Und ich habe das Gefühl, es ist nochmal leiser. Also ist es ja auch. Aber es ist so... So... Wisst ihr, so... Flüssiger, so... Ne? Und ich kann was fürs... Kann man sagen, man tut dann was fürs Gewissen wegen Umwelt? Nee, es ist immer so ein Thema, ne? Weil die Produktion dann wieder eine andere ist und das hat vielleicht auch auf die Umwelt. Okay, da habe ich auch keine Ahnung, deswegen will ich das fast gar nicht aufmachen. Ich halte mein Maul, ich habe da wirklich keine Ahnung. Aber ich glaube einfach nur, so vom Feeling her würde ich schon Elektromobilität bevorzugen. Ich habe ein E-Auto, fährt sich klasse. Ja, also ich habe auch so in einigen Miles-Autos. Wir haben ja Miles hier, ne? Viele von ihnen sind auch tatsächlich E, so Audis beispielsweise, hier gibt es auch Teslas, wo du halt fahren kannst, oder VWs, also die VWs, die finde ich auch voll geil. Ich glaube, ich würde immer ein E-Auto bevorzugen, wenn ich in den Miles fahre. Und die sind Knorke, die sind wirklich richtig cool. Haben die heute geöffnet? Die chillen hier nur, ne? Meinst du Milfs? Ey Leute, ich habe erst heute wieder jemanden gesehen, der das E abgekratzt hat. Den unteren. Und daraus einen F. Erst heute wieder bei so einem Mercedes-Transporter. Die werden ja so abgefuckt sein. Das passiert ja jetzt öfter. Einmal ist witzig. Wenn man es immer macht, ist es nervig. Aber ja, Milfs meine ich. Ja.
Guten Abend. Tag. Kann ich heute hier in diesem Etablissement Titten sehen? Hallo? Habe ich was Falsches gesagt? Nicht, ja. Du müsst auch mit uns reden. Ach, ich habe eine Minute, einen Meter. Achso, ich war zu leise. Ich frage sie gerne nochmal. Kann ich heute in diesem Etablissement Titten sehen? Nö. Nein, und grundsätzlich sehen sie da auch keine Titten. Also wir tanzen ja nicht nackt. Ja, aber das Drumherum ist ja schon ausreichend für jemanden wie mich. Ich meine, manchmal, wenn ich Frauen auf der Straße langlaufen sehe mit einer fetten Daunenjacke, denke ich mir schon, wow, Okay, aber nein, erst Samstag wieder. Oh, können wir das verschieben auf heute? Nein. Also wenn ich ganz kräftig bitte sage und die Leute spontan Zeit haben? Auch dann ändert das nichts an unserer Geschäftspolitik, dass wir nur dienstags und samstags offen haben. Sie können aber gerne mal bei der Geschäftsführung anrufen und nachfragen, ob etwas privat für Sie möglich wäre, ob Sie jemanden buchen können. Aber ich kann Ihnen sagen, das wird nicht kostenlos sein. Das heißt, da müssten Sie dann in die Taschen greifen. Echt? Ist das ein Private Dance, den man sich irgendwo bestellen kann? Das weiß ich nicht. Sprechen Sie das am besten mit der Geschäftsführung. Pippi Langstrumpf. Hallöchen. Hallo, Tali. Hi. Dann trotzdem danke für die Information. Kein Problem. Wie erreiche ich die Geschäftsleitung? Wahrscheinlich über eine Nummer, die irgendwo im Internet zu finden ist. Auf Whistle mal gucken. Entweder via E-Mail oder bei unserer... Bei E-Mail habe ich keine gute Erfahrung. Da werde ich erst einen Monat später wird wieder geantwortet. Aber ich versuche es mit Telefon. Los geht's. Hausbesuche, wenn man Opas sehen möchte. Also, Private Dance ist irgendwo anders, meine ich? Okay. Nee, also. Wie gesagt, melden Sie sich bei unserer Geschäftsführung. Okay, cool. Vielen Dank für die Information. Kein Problem. Und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Gleichfalls. Jedenfalls. Hey, warum ist man denn. Warum ist sprachlos? Warum ist man sprachlos, wenn ich vom Unicorn stehe? Ich frage, ob. Die in Weiß hat gute Opas. Ja, okay, das ist jetzt aber wieder ein bisschen weird. Snorvilius. 421, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ist ja wieder ein bisschen weird, ne? Und trotzdem. Das kann man sich jetzt zusammenreißen. Wir sind hier nicht. Sonst geht's in Horny Jail. Das sind immer noch Charaktere, Figuren. Die sind nicht echt, by the way. Ich fasse es nicht. Oh nee. Oh nice. Oh nein. Nein. Oh nice. Nein. Hey, mein Auto qualmt. Bitte nicht. Warum? Qualmst du? Oh nein! Warum? Warum bist du wieder so gemein, C? Was mache ich denn jetzt? Ich habe damit den Motor kaputt gemacht. Deswegen war es wohl kostenlos. Karma vom Taxifahrer. Oh shit. Ich wette, wenn ich zu oft das wieder anmache... Oh nein, Junge, die haben das einfach... Die haben mich gedribbelt, haben die. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott. Werkstatt verklagen. Ab wann ist Klingeln nervig? Ab wann sollte man auflegen? Gibt es da eigentlich eine einheitliche Zahl für? Sowas wie 30 Sekunden? 30 ist schon lange, ne? 20 würde ich sagen. Ideal 21. 17? Würdet ihr meinen? Ab jetzt gar nicht? 5 Minuten? Oh, Beuterus, du wirst bestimmt von den Leuten, die du kennst und die dich kennen, echt gemocht.
Eine Minute? Eine Minute! Ich sag immer 6-mal Beep, 10-mal Tuten. Wie lange dauert einmal Tuten? 3 Sekunden? Also 30 Sekunden ungefähr. Ich versuch mal. Ich versuch, vielleicht geht sie gleich ran. Vielleicht ist sie gerade bewusstlos geworden, weil sie in der Dusche ausgerutscht und sich den Schädel aufgeschlagen hat. Aber durch das Klingeln rette ich ihr das Leben. Weil sie wieder was hat, was sie so ins Bewusstsein zieht. So. Wisst ihr, was ich meine? Theoretisch kann ich dann auch Lebensretter sein. Und das kann ja auch sein. Ich meine, wenn sie wirklich da wäre, könnte sie auch einfach auflegen. Aber das macht sie ja nicht. Deswegen gibt es zwei Optionen. Entweder sie muss... Oder... Weiß ich nicht. Ja, das ist zu lang. Wie oft darf man, wenn die Person beim ersten Mal nicht rangegangen ist, noch einmal anrufen? Fünfmal. Also wollen wir uns darauf einigen, dass ein Anruf, wenn er nicht ran, also wenn er nicht beantwortet wird, ungefähr 21 Sekunden dauern darf oder 20 oder 30, nehmen wir 25. Und dann nach diesem Versuch 5 weitere Male getätigt werden dürfen. 5x5. Bis sie rangeht? Das ist bei mir auch so. Ich rufe auch die ganze Zeit an, bis jemand rangeht. Ich bin auch bei Telefongesprächen, bin ich sehr unzuverlässig. Ich gehe meistens gar nicht ran. Erstens ist mein Telefon immer auf Stumm. Also nur auf Vibration, immer. Und zweitens... Oh. Hä? Und zwar, ich hasse es zu telefonieren. Weil dann kann ich, wenn ich erstmal das Gespräch angenommen habe, kann ich, also, dann muss ich es führen. Ich beantworte lieber. Per Schrift, Text. Aber auch erst in einer Woche. Ich bin komplett verloren. Also, wenn es gut läuft. Ach, Jonathan. Ah, Carlina, schön, dass du so spontan Zeit für mich hast, gerade für den Anruf. Seh, ich lege die ganze Zeit auf, aber irgendwie hörst du nicht auf anzurufen, seh. Oh, unangenehm. Ja, ist es denn gerade wichtig? Also störe ich dich bei irgendwas? Ach, ein paar Minuten habe ich. Ist es bist sehr wichtig, was möchtest du? Bist du gerade in der Dusche ausgerutscht und ich habe dich zurück ins Diesseits geholt? Mit meinem Anruf? Ich habe mich gerade ausgezogen und habe mein Kleid angezogen. Warum sagst du, dass du dich extra ausgezogen hast? Willst du mir irgendwelche Signale senden? Ja, dass du irgendwas verpasst, richtig. Oh, Carlina, du... Ja, was möchtest du, Jonathan? Ja, Carlina, das von dem letzten Telefonat, das tut mir übrigens richtig leid und ich wollte mich entschuldigen. Am besten face-to-face, persönlich. Oh. So macht das ein Mann. Anderes kenne ich gar nicht. Und da wollte ich fragen, ob du vielleicht kurz mal Zeit hast, mit mir das zu regeln. Kurz, wenn du möchtest, nur. Also so, du weißt schon, ich will dir ins Gesicht gucken. Nicht nur, weil es schön ist, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dir auf einer, sagen wir mal, respektvollen Ebene zu begegnen. Das Problem ist, ich bin auf einer Hochzeit eingeladen, Sir. Hoffentlich nicht auf deiner. Nein, ich werde doch nicht heiraten. Wer heiratet denn? Frag mich, wie die heißen. Das sind Arbeitskollegen von der Racing League, Sir. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wie die heißen, aber wir wurden alle eingeladen. Wo findet die denn statt? Bei Clouds and Cocktails. Clouds and Cocktails? Das sehe ich richtig. Ah, okay. Mhm. Ja, okay, dann verstehe ich, wenn du keine Zeit hast. Alles gut. Ja, weil das fängt schon um 19 Uhr an. Wie spät ist es denn? Ich würde gerne mir Zeit für dich nehmen, jetzt auf die schnelle Carlina, Nummer ehrlich, und nein, so. Nein, Carlina, erstmal, nee, das dauert ja auch nicht ganz so lang. Und zweitens, die Coolen kommen eh immer ein bisschen später. Da wird sich erst vorgestellt und steht hier alle im Kreis. Dann holt sich jeder erstmal ein Getränk und dann haben wir kurz, also wenn wir uns versehen, haben wir schon 19:30, bevor jemand dann irgendwie anfängt, die erste Rede zu schwingen und es dann zur Trauung kommt. So, du wirklich, glaub mir, Carlina, ich kenne auch Zeiten, schrecklich. Sehr, aber ich warte ja noch auf meine Begleitperson. Wer ist das? Leo. Wer? Na, wer wohl? Leo. Leo Schwanztisch?
Aber zwischen Leo und mir läuft nichts. Sehe alles gut. Warum seid ihr denn immer hier auf Begleitung und so? Seid ihr Freunde? Sowas existiert ja, zwischen Freunden schon nicht. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Aber wie wir kannst verstehen du denn uns gut, Seh? Aber wie kannst du denn mit ihm schlafen, dann über seinen kleinen, über seine nicht vorhandenen Sexfähigkeiten ablästern und dann wieder mit ihm trotzdem Dinge unternehmen? Jonathan, seitdem die Sache da war im Büro, wo du dich bestimmt gut dran erinnern kannst. Ja. War der nicht einmal bei mir wieder dran, weil ich ihn nicht ranlasse. Das finde ich, das ist eine konsequente Einstellung, Kalina. Das finde ich auch toll. Aber ich meine, du hast ja auch nichts zu verlieren. So. Also ich meine, du hast. Ich meine im Sinne von. Also, du verpasst halt nichts, wenn du das halt tun würdest. Deswegen. Also geht's gerade leider nicht, ja? Gerade nicht. Bist du länger unterwegs, Jonathan? Na, heute nicht so lang. Also mir wäre schon echt jetzt lieb, weil ich bin extra für dich früh aufgestanden. Ja, das ist so. Ich habe nur noch 10 Minuten, sehen. Ja, das würde reichen. Okay, gut. Aber ich bin bei mir noch zu Hause, sehen. Alles gut. Weißt du, wo wir uns treffen wollen? Ich habe gedacht, du kommst hierher. Nee. Ja, okay, wo willst du dich denn treffen? Aber ich kann, also, ich habe halt nicht so viel Zeit. Alles gut. Aber ich finde nur, dass du jetzt hier in der Hohlschuld bist und deswegen zu mir kommen solltest. Und ich meine, du kannst ja wissen, ist auch egal. So, ja, das schadet dir auch jetzt mal nicht, wenn man sich mal ein bisschen jetzt hier, du kannst auch die Schuhe einlaufen. Ich, pass mal auf. Glass Hero Auto Service. Da bin ich gerade, kennst du das? Das Glass Hero Auto Service? Noch, sagt mir gar nichts. Okay, kennst du Schrottplatz? Den Schrottplatz müsste ich kennen. Okay. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Okay. Oder Southside eher gesagt. Da ist doch ein 24-7-Shop. Es gibt zwei, aber ich meine den oben. Der ist unter dem Waffenhändler. Das ist da in der Nähe von der Brücke am Stadtpark, der 24-7. Weißt du, und daneben ist doch dieser Glass Hero Auto Service. Das ist ein Autoservice. Warte. Da, ich glaube, ja, ich hab's gesehen. Ja, okay, gut. Und dann siehst du halt links von diesem Autoservice diese dicke Straße, die nach oben führt. Und dann siehst du, dass dort dann halt so, so kleinere Straßen weiter nach links führen. So etwas gräulichere. Du redest aber von dem, da sind so Gebäude, see? Ja, genau. Und hinter einem dieser Gebäude, und das ist das obere, da bin ich. Da, wo auch diese Straße hinführt und dann diese Sackgasse ist, in diesem komplett geraden, rechten Winkel. Ja, da bin ich. Okay, gut. Dann komme ich da hin, see? Ja, dann bis schön. Gleich. Kannst du einen, wenn wir schon gerade dabei sind, kannst du einen Benzinkanister mitbringen? Woher kriege ich den? Ich war ja, das war ein Spaß, alles gut. kommst du da wirklich nicht weg jetzt mit deinem Auto? Nein, ich habe mein Auto nicht hier. Ein guter Kollege hat mich nur gefragt. Ich chill hier, weil ich gerade meine 10.000 Schritte mache. Heute. Ach so, wolltest ein bisschen sportlich aktiv sein. Ja, man muss ja für die Lady, für dich vor allem, Kalina, ich weiß, dass du Ansprüche hast. Du weißt ja nicht, welche Ansprüche ich habe. Aber nur Kevin, okay, gut, vielleicht doch nicht ganz so wegen. Sorry. Ja, no, weißt du nicht. Okay, auf jeden Fall. Dann bis okay, gleich, gut. Ja? Ja, bis gleich. Tschüss. Ich muss das Auto verstecken. Aber wie soll ich das denn verstecken?